und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle live dabei sind und natürlich freue ich mich mindestens genauso, dass Thorsten wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns das Webinar zusammen macht. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso-Neso. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Und wie immer dürfen Sie bitte nicht dieses Event als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Okay, dann auch nochmal offiziell einen schönen Gruß nach Potsdam. Hallo Andreas, hallo Twitch. Danke für die Übertragung und damit gebe ich auch ab und wünsche wie immer viel Erfolg und viel Spaß. So, haben wir es. Guten Morgen in die Runde. Und selbstverständlich guten Morgen nach Potsdam. Ne? Dass ihr so früh aufsteht, das ist neu. Bis jetzt war ich immer Einzelkämpfer um diese Zeit hier in den Märkten. Aber ist natürlich schön, wenn andere da sind, dann fühlt man sich nicht mehr so alleine. Ist ja recht angenehm. Ne? So, wir nehmen hier mal einen kleinen Rückblick auf vorgestern. Bis vorgestern haben unsere Setups hier hervorragend funktioniert. Und jetzt haben wir so das Typische, was an der Börse immer irgendwann mal passiert, regelmäßig. Wir müssen ja nur lernen, damit umzugehen. Wir haben es im Newsletter ein bisschen beschrieben am Wochenende, dass im Endeffekt alles zerlegt wird, wurde gestern, was man irgendwo zerlegen konnte. Und das nicht mal so mit Musik, wie man das sonst eigentlich gewohnt ist, sondern das schnell, sondern sehr, sehr langsam, eher nach oben geschoben. Wir haben vorgestern, haben wir dieses Setup hier erarbeitet. Wir haben gesagt, wir wollten hier runter und wollten von da aus hier hoch, eventuell bis an die 1,0597 und im Ernstfall bis an die 1,0617. Und maximal 1,0620. Das waren die beiden Marken hier, die ausschlaggebend waren. 1,0620, 1,0617. Die 1,0617 ist der Abwärtstrend hier im H1 gewesen zu diesem Zeitpunkt, der da von oben kam, nämlich genau dieses Hoch hier. Dieses letzte Hoch im H1 vom 29.09. mittags war das letzte Hoch, was wir im H1 gesehen haben, bevor ihr ein neues Tief gemacht habt. Also nach Markttechnik haben wir bei 1.0617 Mann, das letzte Hoch markiert. Dieses Hoch wurde hier dann die ganze Zeit immer attackiert, die letzten 2 Tage, und so haben wir es auch vorgestern hier gezeichnet. Diese 1,0617 haben wir übernommen und haben dann, das ist der Tagesplan vom 10.10., also runter, das hat sehr gut funktioniert, von unten nach oben. Wir haben überlegt, ob wir oder getestet, ob wir hier an der 97 eventuell Short gehen sollten. Von der Umkehrformation war hier nichts zu erkennen und dann kam aber der typische Lauf hier etwas zu niedrig. Wir haben das High bei der, na, komm, bei der 1,0609 gemacht und nicht bei der 17. Das heißt, wir waren noch 8 Punkte da drunter.
zurück, Zielbereich bestätigt, dann hoch hier diese Marke, dann bei der 10610. Der ein oder andere hat den ersten Schwung schon genommen, um diese Nummer hier nach unten durchzuhandeln. Das als Toleranzbereich gesehen. Dann erst am Abend dann der endgültige Anlauf von der 17 bzw. der 20 und dann der Rücklauf, Zielbereich, beide wieder bestätigt. Dann hat er sich hier über Nacht rumgequält, um gestern Morgen dann dieses Setup hier in einem durchzuziehen. Wir haben gestern Morgen kein Webinar gemacht, sondern ich habe das erste Mal den Ausblick am Abend schon gemacht als kleines Video, da ich gestern fast den ganzen Tag unterwegs war. In dem Video haben wir erwähnt, dass wir idealerweise einen Spike über die 17 kriegen und diesen Spike nutzen, um wenn es nur ein kurzer Spike ist, um unter die 17 zurückzukommen und dann wieder in fallende oder in bärische Muster zu verfallen. Diese Geschichte hat gestern dann hier sehr gut funktioniert und das schauen wir uns jetzt noch mal ein Stück genauer an. Und zwar dieses Zeitfenster hier im M1. Na komm, da. Und dann erkennt man die Geschichte nämlich viel sauberer. Man sieht hier, wie wir einmal ganz kurz die 17 anteasert, hier direkt an der 17 abprallt, durch Schlusskurs im M1 über der 17 bei der 18. Eine Kerze, die startet hier mit Glatze unten, zack, hoch, sofort wieder zurück. Und die nächste Kerze öffnet oben mit Glatze und wird direkt rot und liefert uns ein exaktes, was ist das? Was sehen wir hier? Ein exaktes bärisches Harami. Wenn wir die ganze Geschichte jetzt noch ein bisschen größer machen, was fällt uns dann noch auf an diesem Harami? Dieses Harami ist Punkt A, sehr, sehr sauber. Der Schlusskurs von der blauen Kerze ist höher als der Eröffnungskurs von der roten. Wir haben den Close bei der 26,8 und wir haben hier Open 26,5. Es ist wenig, aber wir müssen optisch erkennen, dass der Eröffnungskurs von der roten Kerze tiefer ist als der Schlusskurs von der blauen. Das Schöne ist, die Kerze schießt nach unten, bastelt hier eine ganz, ganz kleine Lunte, Schlusskurs und die nächste Kerze eröffnet direkt auch wieder mit einer Glatze oben. Ohne Docht, ohne alles. Und damit ist ziemlich klar, dass dieses Harami dann auch richtig sauber ist. Wenn man so etwas handelt, und mal die Frage an unsere Paternoster, wo war mein Short-Einstieg gestern? Wo war die Marke für den Short-Einstieg? Weil mich hat der ein oder andere gefragt, warum so tief? Ihr könnt ja nachgucken, ihr müsst ja hier nicht schätzen, ne? Jens, Stefan. Der Michael hat aufgepasst gestern. Mein Entry war bei 10619. Ja.
Fingerabdruck ist hier nicht bekannt, wahrscheinlich. Da haben wir sie. Entry 10619. Für die, ich weiß nicht, wer hier auf die 17 oder auf die 18 kommt. Entry war bei der 10619. Warum war er bei der 10619? Wir haben gestern früh noch einen Plan von Lutz gesehen. Gucken, ob ich den jetzt finde. Da haben wir ihn. Da, wo er bis an die 21 sollte, aber vorher unten raus. Und wir haben darüber nachgedacht. Ups, das war jetzt falsch. Falschen Knopf gedrückt. Wir haben nämlich darüber nachgedacht, dass es sogar eine Etage höher geht, dass er hier hoch bis an die 34 bzw. 35 läuft. Da. Deswegen musste ich dieses Harami abwarten. Ich warte das sonst nicht ab. Wenn er diese Geschichte hier bis hoch an den Zielbereich gezogen hätte, diese Kerze bis an unseren Zielbereich und hier oben schon ein Docht bastelt und danach die erste Kerze von dem Harami hier eröffnet, dann suche ich mir Direktshorts. Dieses Hai hier bei 28 war im Niemandsland. Für mich nach meinen Regeln im Niemandsland. Ich hatte dafür keine Erklärung. Wir haben den bei der 21 und wir haben den bei der 35. Also diese beiden Zielbereiche liegen 14 Pips auseinander und er bremst hier genau in der Mitte. Genau, haargenau in der Mitte hier bremst dieser Kumpel und sagt, nee, ich will nicht mehr. Fassen wir mal zusammen. Ein Spike über die 17 war erwartet. Spikes bei der Vola sind zwischen 5 und 10 Punkten oder zwischen 5 und 10 Pips ziemlich normal. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir hier den Schlusskurs, wenn wir uns dieses Hoch nach der Markttechnik bei der 10617 holen und sagen, okay, unsere Schlüsselmarke ist bei der 10617, dann müssen wir auch den Schlusskurs im H1 abwarten. Dieser Bruch hier war um 9:43 Uhr. Das heißt, wir müssen bis 10 Uhr warten und um 10 Uhr waren wir wieder hier unten. Ja, Serverzeit 11 Uhr. Logischerweise waren wir hier unten unter der 106. Das heißt, das hier war im H1 nur ein kurzer Spike oben. Wir gucken uns das einmal eins gleich mal an. Zielbereich hier oben nicht angelaufen, diesen Zielbereich kaputt gemacht. Dieses Setup kann man handeln, muss man, sollte man handeln, wenn man diese Aussage vertraut oder diese Aussage im Kopf hat, dass das High nach Markttechnik im H1 einmal gebrochen werden sollte. Die Krux an der Geschichte ist, dass so ein Trendbruch, und den schauen wir uns jetzt hier mal etwas genauer an, so ein Trendbruch im H1, ja, zack, da haben wir diese Kerze. So ein Trendbruch in den größeren Zeiteinheiten, zum Beispiel im H1, manche gucken ja auch auf den H4. Ja, ist typisch, dass so ein Trendbruch im ersten Anlauf nicht funktioniert. Das ist absolut typisch. Wenn er funktionieren sollte, dann in der Regel mit Musik. Das hier ist für mich auch eine schwierige Geschichte, das schon als Trendbruch überhaupt anzuerkennen oder zu akzeptieren. Dieses Geschiebe hier hoch über Nacht,
Das ist kein Handel nach Markttechnik. Wer hat das Buch von meinem Kumpel Michael gelesen? Er hatte übrigens gestern Geburtstag. Gut. Dieses Buch sagt, dass ein Trendbruch erfolgt oder dass die Käufe erfolgen sollen über dem letzten Hoch. Immer über dem letzten Hoch. Wenn hier das letzte Hoch im H1 ist, da. Und hier unten das letzte Tief, und das ist ja definitiv die letzte Bewegung hier. Dann muss ich hier oben was sammeln, was muss man da oben sehen? Das große Buch der Markttechnik ist die Grundlage. Das erste Buch ist das große Buch der Markttechnik. Dann kommt der Händler, Teil 1 bis 8. Eine Romangeschichte, muss man sich überlegen, ob man das will. Und dann gibt es das große Arbeitsbuch der Markttechnik. Wenn man nach Markttechnik handelt, und das tun ja viele, was muss dann bei der 10617 oder 10618 muss da liegen? Da oben müssen sich, wenn nach Markttechnik gehandelt werden soll, mein Ziel ist es ja, die Händlergruppe ausfindig zu machen, hier im Markt, die bestimmte Bewegung verursacht. Die muss ich ja finden. So, also suche ich doch, funktioniert dieser Markt hier im Moment nach Markttechnik? Wenn dieser Markt nach Markttechnik funktioniert, dann muss ich meinen Handelsstil die nächsten Tage logischerweise auch auf die Markttechnik einschießen. So, Markttechnik funktioniert in dem Fall hier. Wir haben hier einen Abwärtstrend, einen kleineren. Wir haben hier das letzte Hoch. Dieses letzte Hoch wurde hier richtig mit Musik genommen. Seid ihr da bei mir? Dieses Hoch hier. Da ist das letzte Hoch. So. Und dieses letzte Hoch wurde hier mit Musik genommen. Da. Einmal angeteasert hier und dann bam, durch, kurzer Rücklauf, hoch. Danach der Rücklauf und dieses Hoch hier bestätigt. Zack, nochmal ein neues Hoch. Dieses Hoch hier angeteasert, bam, durch. Kurze Korrektur. Dann das nächste Hoch hier wieder, zack, immer mit Musik durch. Hier hatten wir News. Einmal zurück. Dieses erste Hoch hier, hier haben wir das erste Hoch, was kaputt gemacht wurde, oder das letzte Hoch von diesem kleineren Abwärtstrend, dieses hier noch einmal bestätigt, um dann mit Musik nach oben zu ziehen und in der übergeordneten Zeiteinheit nach der Markttechnik die 17 in Augenschein zu nehmen. Diese Bewegung, die wir hier sehen, diesen Bums, diesen Bums, das ist kein Doppelbums, sondern das ist
Musik, die wir hier im Markt sehen. Und diese Musik fehlt hier oben. Auch hier sehen wir wieder hier das letzte oder hier ein Hoch mit Musik durch, korrigiert durch dieses Hoch Anlauf genommen mit Musik durch. Zack, gleiches Muster, nochmal im kleineren wie hier. Hier haben wir ein Hoch, das nach dem späteren Verlauf mit einem Spike nochmal bestätigt. Hier haben wir das letzte Hoch, Bewegung 1, Bewegung 2, Bewegung 3, um zack, die in der dritten Bewegung die Korrektur bis auf das Hoch von der ersten nachzuvollziehen oder beziehungsweise zu bestätigen. Eintauchen in das Gap, Anlauf nehmen, Gap Close. Und jetzt hängen wir hier oben an der 17, hingen wir die ganze Zeit fest, zweimal mit zwei Kerzen hier mal ganz kurz durchgelugt, da am Abend, gestern früh hier einmal morgens durchgelugt, der Fehlausbruch, dann der Rücklauf und jetzt sind wir oben drüber, aber das hier ist für mich rein optisch kein Bruch von so einem markanten Hoch, wie wir es hier im H1 haben. Das ist eins der markantesten Hochs in diesen Bewegungen, die wir hier sehen. Zieht euch das selber mal rein, geht mal durch die verschiedenen Zeiteinheiten, durch den M5, M10, M15, M30, H1, H4. Geht diese Geschichte einfach mal durch. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, ich probiere das jetzt hier mal und wir sehen, wir bewegen uns auch im H4 hier in sehr unsicheren Gefilden. Das ist noch nicht, für mich ist das Ding noch nicht durch. Im H1 haben wir gestern gerade so das Close bei 1,0619, also zwei Pips da oben drüber. Rein nach Regelwerk, nach Markttechnik, Beschreibung ist der Abwärtstrend erstmal kaputt. Mich würde es nicht wundern, wenn das hier alles nur erstmal gefegt ist und der Abwärtstrend ziemlich zügig wieder aufgenommen wird. Auch dieses wird ein Intensivthema im Seminar Ende Oktober sein, welches wir an der Ostsee halten. Hier nur ein kleiner Ausblick darauf. Und unser Schnipser fürs Seminar, unser Joachim, wird sicher jetzt ein Bild davon machen und wird dieses Bild mitnehmen zum Seminar. Das heißt, für mich, und so habe ich es auch in dem Video dargestellt, für mich ist hier mehr als unsicher und diese ganze Geschichte spiegelt auch die komplette Situation im Moment wider. Wir reden vom Euro, von der europäischen Währung. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten reinzieht und die Wirtschaftsprognosen reinzieht, die ja gestern und vorgestern mal wieder korrigiert wurden, dass wir im Moment keine Wirtschaftssteigerung haben, sondern man hat sogar die Prognose der schrumpfenden Wirtschaft erhöht, also die Zahl erhöht, ich glaube auf 0,4. Von 0,3% auf 0,4%. Das heißt, die deutsche Wirtschaft soll um 0,4% schrumpfen. Weiß nicht, was das hier dann damit zu tun hat. Und aber, um da ein bisschen Optimismus reinzustreuen, wurde ja ein Wirtschaftswachstum für 2024 von 1,4% vorausgesagt. Ich weiß da nicht, auf welcher Grundlage. Wahrscheinlich geht man davon aus, wenn die ganzen Firmen und so weiter kalt sind, dann müssen die Leute sich eben warm arbeiten, weil geheizt werden darf ja dann nicht mehr. Sie müssen sich warm arbeiten, dann wird auch mehr produziert. Keine Ahnung, wo der Optimismus herkommt, aber so sind die Zahlen und diese Zahlen werden anscheinend vom Markt angenommen. Warum erkläre ich das? Weil ich mich hier im Moment recht schwer tue, mir jetzt ein klares Bild zu machen. Das werden wir gleich tun im M5. Diese Muster hier gestern vorauszusagen oder
zu vermuten, vorauszusagen, ist ja immer so ein Scheiß. Ich habe keine Glaskugel hier auf dem Schreibtisch liegen. Habe ich schon, also ein Käfer drin. Aber dieses Muster anzunehmen für gestern, diesen Spike hier, der basierte genau darauf, dass der erste Bruch von so einer markanten Marke wie die 10617 in der Regel nicht funktioniert. Und dadurch, wenn er beim ersten Mal nicht funktioniert, wird der Angriff erfolgen auf diese Marke und dann ein Fehlausbruch, so wie wir ihn dann auch gesehen haben. Das münzen wir jetzt mal um auf unsere Regelwerke. Die 17 lasse ich mal drinnen, die anderen Marken hier unten nehme ich für heute raus. So. Und jetzt stehen wir hier mit dem Elend. Die zweite Position gestern, die ist BE geflogen. Wir sind bei der 19. Da, zack. Bei der 19 gestern gestartet, gestern früh ihr. Bei der 19 gestartet, eine Position habe ich mit 20 Pips rausgeschmissen, die zweite bei der 18 abgesichert und die zweite ist bei der 18 dann auch geflogen. Wie gesagt, ich war gestern nicht am Schirm, war den ganzen Tag unterwegs. Unser Positionstool muss ich noch etwas korrigieren und die Positionen, die da noch offen sind, muss ich schließen. Wir haben keine laufenden Positionen im Moment. Jetzt haben wir hier das Problem, dass wir die 17 hier, die haben wir ja, die haben wir jetzt durchschossen. Und wir handeln die ganze Nacht über der 17. Gestern Abend hier nochmal oben drüber, dann wieder unten drunter, dann wieder oben drüber. Wir handeln jetzt schon die ganze Nacht über der 17. Wer mich von den Paternostern erkennt, weiß, wir haben jetzt übergeordnet, ganz klar im M5, M1 und so weiter, haben wir keinen Abwärtstrend mehr. Über der 17 befinden wir uns long ausgerichtet. Das heißt, wir müssten uns long Setups suchen. Und das werde ich jetzt hier oben auch in den dementsprechenden Farben bemerken. Nach Markttechnik sollten Long Setups bevorzugt werden. Erstmal vorausgeschickt. Und diese Long Setups sollten in diesem Fall dann so aussehen. Hier oben in diesem Bereich würde ich mir jetzt keine Longs suchen, sondern ich würde jetzt die Bestätigung der 17 abwarten, sogar noch mal ein Unterschießen der 17 in Kauf nehmen bzw. ins Kalkül ziehen. Muss man in meinem Malbuch hier ein bisschen Platz machen. So, damit man das nachher auf den Bildern sieht. Eventuell sogar diesen einen Spike von gestern noch mal ganz kurz unterbieten. Da. Und dann nach oben weiter wegzuziehen. Blaue Setups, die sind gleich long nach Bruch der 10617. Und jetzt kommen die roten.
Kennen wir ja auch aus der Politik. Die Roten stellen sich ja immer dagegen, ne? Da ein Fehlbruch vermutet wird, entspricht das dem roten Setup. So. Und dieses rote Setup würde ich sogar nicht mal so, ab dieser Kerze so, da hoch kurz darunter noch mal da hoch. Da ist ein Spike möglich. Machen wir ein bisschen kleiner. Wenn der Spike da erfolgt, dann ziehen wir hier direkt nach unten durch. Und dann ist hier die Wiederaufnahme des Abwärtstrendes möglich, wahrscheinlich. Mal wieder ein bisschen größer und dann darf das auch gerne geknipst werden. Dafür wichtig für Rot. Handel wieder unter 10617. Christine gibt den Hinweis, dass du blaue Setups schreiben wolltest. Das L fehlt. Die Österreicher können selber kein Deutsch, Mensch. Danke, meine liebe Christine. So. So. Blaue Setups. Gleich schlechtere Chance. So. Jetzt kannst du Foto machen, bitteschön. Nein, ich würde hier oder will jetzt hier noch nicht shorten. Warum nicht? Hat jemand eine Idee? Da würde ich nämlich ganz gerne noch drauf eingehen. Warum die blauen Setups schlechtere Chancen haben? Weil ich nicht davon ausgehe, dass der Bruch der 10617 nachhaltig ist. Habe ich vorhin erklärt.
Wir haben die 1,17 hier kaputt gemacht und ich habe deswegen oder bin deswegen sehr genau darauf eingegangen, warum das so ist. Nochmal, das ist meine Sichtweise, mein Gefühl. Das ist das, was bei mir im Kopf passiert, wenn ich mir so ein Muster anschaue. Deswegen bin ich im H1 sehr genau darauf eingegangen und habe diese Muster dort erklärt. Und habe auch erklärt, warum ich da eher einen Fehlausbruch vermute als einen klassischen Bruch. Der Nelson hat es ja am Anfang gesagt, keine Handelsempfehlung, sondern Sichtweisen auf die Märkte. Und für mich war das Thema seit gestern, seitdem ich das hier alles sehe, war für mich das Thema heute auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht stur danach, nach den Regeln zu handeln, die die Markttechnik vorgibt oder so, sondern auch mal gucken, warum können so eine Fakes entstehen? Warum habe ich jetzt hier noch keine Short-Position genommen? Toni sagt gegen den Trend. Wir haben das Hoch, haben wir bei der 31, das Tief bei der 18. 18 bis 31 haben wir eine Sperrzone, Daniela, das ist vollkommen richtig, aber die Sperrzone hat nur so lange Gültigkeit, bis wir das erste Mal aus der Sperrzone raus sind. Aus der Sperrzone waren wir raus. Was mich davon abhält, ist diese hier Anlauf von dem ersten Zielbereich. Ja, ein Rückschlag, aber dann die nächste Kerze bestätigt eine lange Lunte. Nächste Kerze hier unten nochmal bestätigt eine lange Lunte. Hier wieder in dieser Korrektur eine neutrale Kerze. Worauf ich jetzt hier warte, ist ein nachlaufendes Hoch über die 36 bis zur 39 beziehungsweise 40. Und das schreibe ich hier jetzt dazu. Short prüfe ich nach Kerzen an der 1.06.39 circa. Dafür brauche ich ein nachlaufendes Hoch. Und Umkehrkerzen. So lange bin ich hier vorsichtig, um hier noch einmal oben drüber zu gucken, diese Dochte, diese Umkehrkerzen noch abzufackeln und hier oben in diesem Bereich da. Das ist mein Short-Bereich. Ja. Voraussetzung ist, dass wir den jetzt nicht mit Musik nehmen. Wenn wir durch diesen Bereich hier durchschießen, also richtig mit Musik, so wie ich es vorhin im H1 erklärt habe, wenn wir da durchschießen, dann haben wir die Möglichkeit hier auch das blaue Setup zu sehen. Diese Geschichte hier, diese Lunden hier unten, die haben mich jetzt erstmal abgehalten. Wir haben nichts weiter gemacht als den Zielbereich kaputt gemacht, den jetzt bestätigt. Und jetzt brauche ich hier oben, um ein sehr gutes CRV hinzukriegen, ein
ein nachlaufendes Hoch und eine Umkehr, idealerweise hier ein Docht in diesem Bereich, um dann das Setup von hier oben von der 36 bis 39 hier in diesem Bereich zu greifen und das dann bis hier runter laufen zu lassen. Wenn wir oben in der 39 sind, dann sollten wir auch hier unten bis zur 10 kommen. Das heißt, wir kriegen hier, wenn diese Nummer eintritt, ganz leicht ein Tagesziel ein. Dazu nochmal ein Blick hier rein. Im H1 haben wir hier gestern das High gemacht bei der 34 und wir haben jetzt das High gemacht bei der 36,5. Damit haben wir ein Hoch, ein zweites Hoch. Hier könnte eventuell in diesem Bereich ein Doppeltop entstehen. Wenn wir da das Hoch, da das Tief, da das Hoch, das hier wäre dann die Nackenlinie und dann hätten wir 50 Punkte nach unten. Dieses Muster sollten wir im Blick behalten, wenn wir im M5 hier oben den Short Entry kriegen sollten und das Doppeltop mit nachlaufendem Hoch im H1 hier Gültigkeit erlangt. Wenn dem so passiert, dann kann man diese Nummer ins Auge fassen, dass man die zweite Position nach, das schreibe ich jetzt mal hier unten rein, Short zwei Positionen. Erste nach Zielbereichen für Tagesziel. Und die zweite nach eventuellen Doppeltop. Im H1. So, das darf dann ebenfalls. Ich glaube, also, okay, machen wir es fair. Lutz hat das hier im Chat nochmal drauf verwiesen auf das Doppeltop. Ich habe aber deine Idee nicht geklaut. Ich klaue keine Ideen. In der Cloud wird nicht geklaut, sondern muss mich auch mal ausreden lassen, auch wenn es schwer fällt. Das Bild passt nicht. Welches Bild passt nicht? Mal gucken, ob das geht. Nee, geht nicht. Erstmal guten Morgen in die Runde. Hallo Thorsten. Also, du sitzt mit der Kamera vor dem letzten, was du geschrieben hast. Und das ist also Short, zweite Position. Jawohl. Okay, alles klar. Das war's schon. Danke. Ich schiebe das hier oben noch ein Stück rüber. Ich habe den Schirm, wo ich da drauf sitze, habe ich immer nicht im Blick. Danke. Jetzt haben wir alles, oder? Ich hoffe, das Bild ist. Danke. Ich hoffe, das Bild ist jetzt nicht zu verwirrend. Ist das Bild im H1 verständlich oder verstanden worden?
Für mich wäre ein kurzes Feedback wichtig, dass man weiß, okay, man kann das, was wir hier erklären, was wir hier erläutern, auch nachvollziehen, die Denke. Und die Frage ist, ist es auch verstanden oder sind zu viele Sachen, so wie jetzt im H1, vom H1 in M5, dann wieder in M1, bringt das eher durcheinander? Wir haben das ja ein paar Mal erläutert, ja, pass auf, das ist für mich, oder ich mache das Webinar ja nicht nur für uns, sondern wir haben hier einen Haufen Gäste, die ja auch was verstehen wollen oder verstehen sollten, damit man, es erspart mir ja auch ein bisschen Arbeit. Weil sonst kommen hinterher die Mails, wieso haben Sie oder wieso hast du das oder das oder das so und so gemacht. Wir machen das ja nicht für uns, sondern für euch. Okay, damit haben wir den Euro, glaube ich, abgehakt. Ich speichere mir selber mal das Bild ab hier. So, das haben wir. Hier, für die, die mal wissen wollen, warum ich gestern nicht da war, ne? Ein Träumchen. Gestern war der letzte schöne Cabrio-Tag. Wir waren gestern unterwegs. Auch das ist Art und Weise zu handeln. Nämlich nicht den ganzen Tag vom Char zu sitzen und sich in den Haaren rumzubibeln hier und sich zöpfchen zu drehen. Und, oh Scheiße, was mache ich denn jetzt? Sondern, ich habe es erklärt und jetzt auch nochmal erläutert, wir haben keinen klaren, oder ich konnte keine klaren Setups hier fassen und deswegen muss man dann auch mal Abstand nehmen und einfach sagen, okay, ich bleibe an der Seite stehen und muss mir die Birne einfach mal freipusten. Für die, die dann sagen, nö, ich habe aber die Webinare gebucht, das steht mir zu, du musst jetzt ein Webinar machen. Nein, ganz einfach muss ich nicht oder es muss auch keiner von unserem Team. Wir machen das sehr gerne, wir machen das auch mit unseren Paternostern sehr gerne. Aber keiner von uns versklavt sich hier irgendwo. Und das sind viel, bei vielen Händlern ist genau das der Fehler, dass sie sich dem Chart praktisch versklaven und damit viele, viele schöne Sachen verpassen und sich die Birne zermartern. Mit einer kaputten Birne macht man im Chart oder auf dem Konto mehr kaputt, als man irgendwo sich vorher erhandelt hat oder erarbeitet hat. Deswegen ist so eine Zeit zwischendurch einfach wichtig. Okay, jetzt bewegen wir uns hier auch in dem Muster. Bop, bop, bop. Hier, mal gucken, was da passiert. Jetzt für die Jungs, die das gerne wollen, die können sich jetzt hier oben einen Alarm hinlegen, wenn das Nachlaufende hochkommt. Ich habe hier auf meinem anderen Schirm noch einen Chart laufen, dort sehe ich das. Wenn ich da hingucke, jetzt das Nachlaufende hoch und das würde mich dann, wie gesagt, nach diesem Muster auch dazu bringen, zu shorten. Okay, die schieben wir jetzt erst einmal weg. Jetzt bewegen wir uns hier in dieser Krücke. Diese Krücke sagte uns, wir wollten als erstes Ziel unten die 15.000 circa erreichen und wir haben hier immer noch dieses Muster am Laufen. Jetzt haben wir hier unten den Punkt 6, die 15.000, hier diesen Punkt 6 haben wir jetzt erreicht, haben den Schlusskurs aber nicht da unten drunter geschafft und jetzt bewegen wir uns wieder Richtung nach oben. Wir haben hier Bewegung, Korrektur, kein neues Hoch, Korrektur, Doppeltop, Bewegung. Und jetzt bewegen wir uns wieder in der Korrektur. Wir haben hier die erste Korrektur, dann wieder die Bewegung. Und hier
hatten wir das letzte High bei der 4,78. Deswegen auch die Stops gestern bei der 4,90. 4,80, 4,90 waren die Stops im DAX, die er dann gerissen hat und die auf dem Konto richtig schön wehtaten. Gestern Abend oder gestern Nacht. Hier spielt, glaube ich, die Hauptgeige im Moment der Verfall morgen. Der Verfall sollte sich im Bereich 15,5, 15,6 ungefähr abspielen. Dort treffen die meisten Calls und Puts aufeinander. Wenn ich das richtig lese, ich beschäftige mich da wenig mit. Aber diese Geschichte sollte dort landen. Wir haben den Close gestern hier über diesem Hoch. Damit haben wir den Abwärtstrend hier ebenfalls wie im Euro haben wir den Abwärtstrend erstmal kaputt gemacht. So. Da sollten die Kurse von gestern Abend sein. Da haben wir den Schlusskurs von gestern Abend bei der 98 und damit haben wir das letzte Hoch im H1 genommen. Hier haben wir das High bei der 517 im H1 und auch da sind wir jetzt oben drüber. Hier, diese Geschichte hat genau dieses Hoch hier angegriffen und deswegen haben wir hier noch ein paar Mal gebremst und jetzt versucht er auch hier diese Geschichte nach oben kaputt zu machen. Da wir morgen Mittag Verfall haben, werde ich mich hier schön zurückhalten. Auch hier bin ich eher pessimistisch als optimistisch und gehe davon aus, dass wir hier keine nachhaltigen neuen Hochs kriegen. Gleiches Muster nochmal zurück. Die Wirtschaftsdaten sind eher, sag schnell, sind eher nicht dafür. Verfall ist nächste Woche. Sicher. Weil ja, Thorsten, ganz sicher, am 20. ist Verfall. Weil, okay, dann frage ich mich warum, weil Verfall ist immer am dritten Freitag des Monats. Ja, wann ist denn der dritte Freitag des Monats? Stimmt, ich war, alles klar. Ich habe den ersten immer auf den Freitag gehabt, aber nein, der erste war ja Montag. Alles klar. Wir haben ja morgen erst den 13. und nicht den 15. Alles klar. Sorry, mein Fehler. Dann haben wir ja noch ein bisschen Bewegungsspielraum. Aber nichtsdestotrotz, der Verfall wird manchmal, nicht immer, aber immer öfter, eine Woche vorher schon sozusagen in die Wege geleitet. Und deshalb haben wir diese Woche schon diese Hochschieberei. Meine Vermutung. Und das könnte sich jetzt bis nächsten Freitag so hinziehen. Aber wir haben heute noch wichtige Daten, also USA-Inflation. Warten wir ab. Ich wollte damit nur sagen, dass ich mich hier im DAX erstmal an die Seitenlinie stelle hier und diese Geschichte nicht weiter verfolgen werde. Danke für die Hinweise von Stefan und von Joachim. Hier haben wir jetzt das nachlaufende Hoch, so wie vermutet. Zack. Jetzt kann man drüber nachdenken, sich da drunter einstoppen zu lassen. Hier haben wir genau das, was ich wollte. Das Hochlaufen, zack. Den doch in meinem Short-Bereich. Ich würde mich aber hier gerne unter diesen Kerzen einstoppen lassen, weil wenn er nämlich jetzt genau das macht, was er jetzt tut, nach oben wegzieht, wir sind an der 39 gelandet, am Zielbereich. Der Zielbereich ist bei der 39,4.
Das gucken wir uns noch an und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. So, wir haben das Low hier bei 37 und damit geht meine Short Stop auf die 36,5. Wir können hier mit einem engen Stop arbeiten. Ich lasse die 7 da erstmal drinnen und werde dann den Stop manuell über dieses Hoch nachziehen. Kriegen wir jetzt einen Schlusskurs hier oben über der 39 bzw. über der 40, dann fliegt diese Order raus. Wenn Schlusskurs über 1,0640, wird Order gelöscht. So, das darf jetzt noch fotografiert werden. Einmal piepen. Piep und schönen Donnerstag. Ciao, Nelson. Jo, und damit sage ich danke, dass ihr so zahlreich da wart. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was vermitteln und ihr habt ein bisschen was gelernt. Möchte mich verabschieden. Wenn das Video fertig ist, lade ich das für die Paternoster selbstverständlich hoch. Und damit sage ich tschüss, tschüss, moin, moin und danke nach Rating. Danke an den Bodensee. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Ich schließe mich an, wünsche natürlich auch einen erfolgreichen Tag und bis nächste Woche.